Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, Freunde, nächster Tag, letzter Tag hier im Hotel. Danach fliegen wir rüber zu ihr, mit einer Fähre. Das war zum ersten Mal mit einer Fähre zu ihrem Dorf. Wenn ihr das Dorf kennt, zu ihrer Familie, lerne ich mal so alle ihre griechische Familie kennen. Heute hier, letzter Tag, wir waren gerade frühstücken. Oh, was macht das heute Tag? Wir wollten zu dem Strand heute den Morgen fahren. Und das Gute an dem Strand ist, dass der von beiden Seiten, also sozusagen zwei Buchten genau ineinander. Da fahren wir auf jeden Fall heute hin. Melina, oh mein Gott! Ich reagiere auf sowas gar nicht mehr. Warum pupst du? Was soll ich jetzt machen? Wenn wir am Strand sind, sollst du das Video machen. So, wie und denn? Auch nicht so hoch kannst. Mhm, und also, wie denn? Na, ich laufe so, dann drehe ich mich und dann gucke ich so zum Meer. Spontan. Spontan, Freunde, spontan. So, kurzes Update. Wir fahren jetzt zum Strand. Wir fahren da eine Stunde hin. Der soll aber sehr schön sein. Melina übernimmt die Autofahrt. Ich melde mich später. So, wir sind jetzt hier seit 50 Minuten unterwegs. Melina ist echt eine gute Autofahrerin. Naja. Es ruckelt ein bisschen. Ich bin gespannt auf den Strand. Wir sind gefühlt durch jedes Dorf von Korfu gefahren. Also, die Strecken in Korfu sind ganz schön nervig. Da war Kreta entspannter rein von den Straßen her. Ich glaube, also ist es nicht sowas wie jetzt in Kreta wahrscheinlich, Freunde, so ein Traumparadies-Ding oder wo wir vorgestern waren. Das soll schon sehr schön sein. Ja, aber ja, ich habe nach Barlos Beach ist bei mir immer ganz. Aber sieht schon cool aus. Ja. Das ist die dümmste Strecke, die ich immer in dem gesehen habe. Wir sind hier reingefahren, weil Navi sagt, wir sollen hier reinfahren, aber man kann hier nicht reinfahren. Jetzt muss ich die Frau hier raus navigieren. So, ich habe das Zepter übernommen, sie hat es nicht geschafft, ich musste rausfahren. Sagen. Du hast nur gemeckert und keine guten Anweisungen. Ich bin rausgefahren, weil ich ein guter Autofahrer bin. So soll es hier gleich aussehen, mit so zwei Beaches. So sieht es hier aus. Wir müssen jetzt wieder richtig runterbabbeln, runterlaufen. Das sieht schon wieder. Strand, wo wir hinwollen, ne? Nee, aber nee. Man muss hier schon wieder runterlaufen. Man fühlt sich wirklich wie in so einem Dschungel. Das ist aber cool. Das war in Kreta auch so und ich fand's cool. Man muss hier richtig durchlaufen. Ich glaube, das ist nicht so ein Strand wie gestern, wo jeder gefühlt hingeht. Also hier gehen auch, glaube ich, richtig viele Leute hin, aber du musst was dafür tun. Und zieht auf jeden Fall Turnschuhe an. Ja, zieht euch Turnschuhe an. Ich habe hier gefälschte Adidas-Latschen mit 4 von diesen weißen aber Streifen, habe ich so auch noch nicht gesehen. Guckt euch das an, Chat. Man läuft hier so richtig. Okay. Und dann immer zu sehen, wohin man will. Das Ziel vor Augen. Guck mal, ich sag jetzt, sie will ein Bild machen. Hundertprozentig. Wir gucken uns das gleich an. Uncut rein. Ich sag, ihr wird gleich ein Bild gemacht. Oh, Eli, guck mal, wie schön. Sieht aber echt schön aus. Aber trotzdem. Kein Bild? Ich glaube, ich möchte ein Bild, aber du filmst ja noch. Ich habe gesagt, du willst jetzt selbst ein Bild haben wollen. Ich fühle mich ja wie in so einer Bild. Ne? Eli übt schon mal für Seven vs. Wild. Da sind seine Hutfreunde. Aber guckt euch auch mal die Wege an. Ich weiß, wie es hier rüberkommt. Das ist echt steil und sowas. Und so versteinert. Ja, aber man muss die Steine halt nur verstehen. Ja, wir müssen die Steine sind interessant. Man muss sie nur verstehen. Und ich verstehe sie. Guck mal, wie ich sie verstehe. Digga, guckt euch das an, Freunde. Man denkt wirklich, ich bin froh, dass ich euch hier mitnehmen kann, dass man hier irgendwo im tiefsten Dschungel ist. Amazonas, weiß ich nicht was. Wir müssen da hinten noch hin. Und wir müssen komplett hier durch. Aber es ist... Es ist eine Erfahrung, es ist wirklich schön. Es ist voll schön hier so zu laufen auch. Und du siehst die ganze Zeit dieses türkise Meer, wo man richtig Bock bekommt. Oh, voll geil. Tega. Viel Spaß mit deinen Floppen da. Ja, danke. Zeig ich mal jetzt, wie das aussehen muss. Halt, filme ich mal, wie ich da runtergehe. Ich bin so agil. Aber wie soll ich dir dann das Handy geben? Guck mal, ich bin so agil auf meinen Füßen. Edi, fall bitte nicht hin, jetzt mal ehrlich. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal, wie agiert. Ja, und jetzt komm und hol dein Handy ab.
So, es sieht hier schon nach was aus. Das ist es, es sind so zwei Hälften und ich weiß nicht, aber es kommt so wunderschön rüber. Das ist auch wunderschön. Wir haben es gleich geschafft. Ja, die eine Seite bis die andere, ne? Ja, versuch mal hier ein bisschen zu filmen. Ich wäre übrigens fast hier gerade runtergeflogen, ne? Da vorne, kein Joke. Den Abhang einfach entlang. Ich bin hier gelaufen, da habe ich mich verstolpert und dann so den nächsten Schritt gemacht. Ich wäre da einfach fast runtergeflogen. Also an alle Paare oder selbst mit euren Freunden. Absolute Empfehlung, jetzt schon. Allein wegen dem, ja, sowas macht man nicht oft. Macht das auf jeden Fall. Habt da mal was zu erzählen oder weiß ich nicht. Muss nicht immer dieses Klassische sein. Guckt euch das hier an. Dahinter fragt man. Fragen hinter Fragen. Ja, und da soll ich hinterfragen, wer das T-Shirt anzieht. Weil ich mal laufe. Ach, was? Weiß ich nicht. Wir gehen zur anderen Seite, hier ist es ganz schön wellig. Aber es sieht super cool aus. Sieht super cool aus. Wie in so einem Paradies. Kennt nicht so viele Leute. Wer von euch kennt diesen Film? Ich weiß nicht, ganz genau, Lagoon oder so. Wir versuchen hier gerade unsere Wassermelone festzumachen. Und ich habe einen Plan. Das hält nicht ganz. Und ich suche hier die passenden Steine. Ja. Aber das hält safe. Voll stabil, guck mal. Wie soll das wegfliegen, Melina? Das geht gar nicht. Das wird safe halten. So, Freunde, wir sind jetzt hier. Ist echt schön. Ist ein bisschen doll windig, deswegen kann ich nicht immer was filmen. Aber jetzt geht's gerade. Ich habe noch nicht eine einzige Wolke hier gesehen, seitdem ich in Griechenland bin. Ne? Es ist da hinten ist eine. Es ist echt krass, die Sonne knallt rein. Aber ein wunderschöner Ort hier, meiner Meinung nach. Ich gebe euch jetzt hier mal mein Update. Wir müssen jetzt wieder alles hoch. Wir sind nicht aufs Zungam. Message an euch, hört auf rumzuheulen. Wenn ihr ins Fitnessstudio gehen wollt, dann geht ins Fitnessstudio. Wenn ihr abnehmen wollt, dann achtet auf eure Ernährung. Wenn ihr zunehmen wollt, dann achtet auf eure Ernährung. Wenn ihr Fußballprofi werden wollt, dann geht laufen. Wenn ihr Multimillionär werden wollt, dann geht, keine Ahnung, macht euer Ding. Wenn ihr euch Crush ansprechen wollt, geht euch Crush ansprechen. Hört auf rumzuheulen, ich laufe jetzt nach da oben. Vielleicht heule ich ab und zu rum, ich melde mich nachher. Nicht rumheulen. Ich heule nicht, heule ich rum? Weil wir einen Traum haben. Deswegen heule ich nicht rum. Genauso wie ihr, wenn ich rumheulen wollt. Warte mal noch 10 Minuten. Hört auf rumzuheulen. Ich bin Motivator hier gerade. Kurzes Update. Wir sind so seit 15, 20 Minuten ungefähr am Laufen. Langsam geht mir die Pumpe, aber es ist nicht so anstrengend wie Barlos letztes Jahr. Weil das ist nicht so steil. Ja, du hast ja auch keine Mario Kart Earnings. Leute mit Mario Kart Earnings stecken sowas leichter weg. Ist wie so ein, ja, ist unangenehm. Aber ich sage euch ehrlich, das Wetter knallt halt. So, wir haben hier eine kleine Pause gemacht, war echt anstrengend. Und jetzt essen wir hier bei so einem Strandrestaurant hier, also so ein Berg, das ist ein Bergrestaurant. Wenn hier Sonnenuntergang wäre, das wäre krass. Das ist schon cool. Zeig mir jetzt, gib mir meinen Feta. Promochichos, wo ist das? Bardrinks. Warte mal, hier sind nur Cocktails. Wir haben uns jetzt hier noch was bestellt. Chicken Breast, Tzatziki. Das ist mein Lieblingsessen hier, diese Vorspeise mit Käse und ein Club Sandwich. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir waren ganz unten und jetzt ganz oben. Wir waren gerade was essen. Das war richtig lecker übrigens. Das war echt ein gutes Essen. Wo waren wir denn? Zeus Browns Restaurant und Bar oder so? Die guten Läden sind die, wo man es nicht erwartet. Das war echt lecker. Wir fahren jetzt nach Hause. Eine Stunde. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber das ist echt sehr schön. Besonders der Fahrer. Stell dir mal vor, wenn hier die Sonne untergeht, das muss wunderschön sein. Ohne Spaß, diese Straßen in Griechenland und wie die auch fahren, das ist unglaublich. So, Freunde, wir sind wieder im Hotelzimmer. Mein Handy ist ausgegangen vorhin. Es ist übrigens der letzte Tag hier im Hotel, weil wir morgen zur Familie von Melina gehen, nach Paga. Ihre Familie kommt daher. Ich lerne da ihre griechische Familie sozusagen kennen. Ich werde euch da auch mitnehmen. Mal gucken, was wir jetzt noch machen. Vielleicht gehen wir nochmal in die Stadt. Wir sind voll im Arsch, weil das war ganz schön anstrengend. Da hoch und runter bei, keine Ahnung, Dinger, fast 40 Grad. Genau, wir sind jetzt da. Autofahrt. Perfekt. Wir sind jetzt hier noch im Hotel. Wir haben uns noch das Hotel gar nicht angeguckt. Ich schule die Frau nachher in Tischtennis ein. Wir gehen nicht mehr in die Stadt. Es ist zu anstrengend, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nachdem man so den ganzen Tag schwimmen war und in der Sonne, man ist so im Arsch. Aber heute ist nochmal ganz krass. Wir gehen jetzt hier nochmal irgendwie an eine Bar, trinken ein bisschen was, reden über das Leben. Skippo und so. Wir spielen hier ein bisschen was. Schon 23 Uhr. Ja. Und dann gehen wir aufs Zimmer. So, Freunde, wir spielen jetzt hier noch eine Runde Skippo. Wir wollten eine Runde Skippo spielen. Aber es fliegt hier die ganze Zeit weg. Ich habe die Wabe an die Wand gespielt. So, wir haben uns jetzt hier noch ein paar Drinks geholt, spielen ein bisschen Skippo, lassen den Abend ausklingen.
weil morgen geht es zu ihrer Familie nach Parga. Vielleicht spielen wir noch ein bisschen Tischtennis spielen. Vielleicht spielen wir noch ein bisschen Tischtennis, aber wir sind richtig im Arsch, Freunde. Ich weiß, ja, ich glaube wegen Copyright mit Musik ein bisschen haarig, aber ja. So, Freunde, wir spielen jetzt hier noch mal ein bisschen Tischtennis. Die Frau wird noch mal eingeschult. Wenn ich mit dir fertig bin, fässt du nie wieder eine Tischtennisplatte an. Oder eine Kelle, besser gesagt. Verstehst du das? Spielsatz-Sieg für Eli Geller. Fordere keinen Krieger heraus. Ganz ehrlich, ich habe Gegenwind und du nicht. Okay, Seitenwechsel. Kurzes Update aus Korfu. 11-2 wurde hier gerade gespielt. Sieht das nach einem Gesicht aus, was 11-2 gewonnen hat? Ich glaube nicht. Ich habe schon wieder hier gewonnen mit einem souveränen 11-2. Kurzes Update zum Hotel. Wir sind hier im 5., 6. Stock, ist glaube ich mein 4. Versuch. Wind ist auch hier am Start, ich hoffe es geht. Also, damit ihr mal seht, wie groß diese Anlage ist, guckt euch das mal da an. Das ist unser Zimmer da unten. Das sind diese Privatpools. Das ist ein super großes Gelände. Wir waren nicht ganz so viel hier, um ja, zu sagen, ob es richtig gut ist, richtig schlecht. Was uns aufgefallen ist, es ist solide. Ein solides, cooles Hotel. Geht bestimmt besser, geht auch bestimmt schlechter. Ja, das Essen, wir haben Frühstück gegessen und das war okay. Der Ausblick ist super, super geil. Auch die Anlage ist, wie gesagt, cool. Wie heißt das? Atlantica Grand Mediterraneo Resort. Atlantica Grand Mediterraneo Resort. Mediterraneo. Preis, viele haben nach dem Preis gefragt. Also unser Zimmer mit diesem Pool und sowas hat für 5 Tage und 4 Nächte 200.000 gekostet. Geht wahrscheinlich noch sehr viel günstiger, weil wir extrem spät gebucht haben. Das war unser Preis, haben viele gefragt. Solides Hotel, was wir so gesehen haben. Genau. Das wollten viele auch nochmal wissen. So, Freunde, ich bin jetzt hier bei Melina. Das Internet ist vorgewählt. Ich krieg's leider nicht hochgeladen, die ganzen Dateien. Und Datenvolumen, ich habe nicht unbegrenzt. Bisschen lost. Und das hat keinen Sinn. Ich müsste dafür, keine Ahnung, 700 Euro oder so ausgeben, damit die Dateien hochladen. Auf jeden Fall ist deswegen das Outro jetzt aus Melinas Dings, ne? Wohnung, also Haus. Lasst ihr ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert den Kanal. Und ich muss mal gucken, ob ihr morgen die Dateien schon bekommt. Wenn nicht, dann bekommt ihr spätestens am Freitag oder Donnerstag die nächsten Vlogs.